Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und damit herzlich willkommen in die Charts vom Euro, US-Dollar, Euro, japanischer Yen und US-Dollar, Kan-Dollar. Das also die drei Handelsideen für den Dienstag, zweiter Handelstag der Woche. Und herzlich willkommen auch hier alle Live-Zuschauer an dieser Stelle. Möchte ich jeden auch einladen, sehr, sehr gerne hier an dieser Stelle eine Frage loszuwerden, gerne den Wunschchart zu äußern, rein in die Chats hier auf Facebook oder auch auf GoToWebinar, und dann können wir direkt auch in die Charts hineingehen. Gestern war ein Tag voll gespickt mit Handels, Wirtschaftsdaten, mehr oder weniger. Die waren zu großen Teilen schlechter als erwartet, in einigen Teilen besser als erwartet, aber was haben die Märkte gemacht? Das war denen alles egal, die sind gestern einfach gestiegen, die schönen großen Indizes. Elena, einen schönen guten Morgen. Bei den Währungen gab es auch ordentlich Bewegung, und deshalb blicken wir gleich mal in die Charts mit hinein. Wichtig ist, dass Sie diesen Risikohinweis mit zur Kenntnis nehmen. Heißt also, Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Schauen wir dann mal in die Tagesnachrichten auch mit hinein. Wir haben heute auf der Agenda um 10.30 Uhr aus Großbritannien den Einkaufsmanager-Index für das Baugewerbe. Um 14.30 Uhr gibt es aus den USA den Auftragseingang für langlebige Güter. Dann gibt es am Vormittag haben wir noch eins mit der kleineren Relevanz hier. Es gibt eine Rede seitens der EZB, und dann geht es mit der Relevanz 2 hier auch im Nachmittagsgeschäft weiter, kurz vor Börsen. Eröffnung, Stunde vor Börseneröffnung in den USA gibt es Informationen zu den zivilen Investitionsgütern ohne Flugzeuge und die Auftragseingänge für langlebige Güter. Heute ganz spät am Abend dann noch ein paar Informationen zum API Rohöllagerbestand. Morgen gibt es ja dann die wichtigsten Daten rund um den Ölpreis. Olaf, einen schönen guten Morgen, und das WTI ist ja gerade auch wieder sehr, sehr schön am Steigen. Also auch da funktioniert die Trendtechnik momentan auch wieder wunderbar. Schauen wir in die Charts hinein hier. Vorbereitet habe ich für heute das Thema im euro-japanischen Yen unter anderem. Hier haben wir ihn im Trend, momentan im Abwärtstrend. Wir sehen es hier, wir hatten hier den Aufwärtstrend, historisch gesehen der Jahresstart mit diesem Mega-Spike nach unten. Danach haben sich die Märkte wieder beruhigt. Da sieht man mal, wie schön man das im Nachgang dann auch traden kann. Das heißt, den zweiten Rutsch nach der ersten Reaktion. Aber inzwischen ist hier ein bisschen Ernüchterung eingekehrt. Wir haben das Top hier oben gesehen bei 127,496. Wenn wir uns das mal angucken, das ist hier etwa in diesem kleinen Haken gewesen vor diesem starken Abwärtstrall hier oben. Da hatten wir ja den Peak, das kleine Hoch bei 127,088, und seitdem will der Markt nicht richtig hoch. Wir hatten hier unten, wir sehen es hier an dieser Stelle, das Korrektur- bzw. das Trendtief in diesem Bereich hier bei 123,820 japanischen Yen. Jetzt haben wir hier so einen Markt, der wollte nicht richtig runter, der will aber auch nicht so richtig nach oben. Das heißt, das gibt jetzt hier an diesem Punkt wieder zwei Merkmale. Wenn man möchte, kann man das auch eine Range nennen, mit der Oberseite hier oben bei ungefähr 125 und unten halt die 123,8. 2. Schiebt der Markt oben drüber, dann haben wir eine gute Chance hier, erstens untergeordnet die Aufwärtsdynamik zu sehen und das Ganze etwas weiter nach oben mit zu begleiten, hier hoch in Richtung dieses letzten Korrekturhochs bei 126,788. Wir gucken auch gleich mal zusammen in die Stunde, was für die Long-Richtung hier mögliche Anlaufpunkte wären, weil wir sehen ja hier, der Tag ist schon relativ lang, hier das Tageshoch. Da gab es im Stundentrend definitiv einen Zacken. Schauen wir mal, ob wir da noch etwas finden, wo wir planen können, wer in dem Moment, wenn es nach oben geht, nach uns kaufen könnte. Auf der anderen Seite drehen die Kurse wieder nach unten, hier oben am Widerstand. Das Thema In-Range Trading spielt hier auch eine große Rolle, gerade für kurzfristige Händler. Da sieht es halt so aus, laufen die Kurse wieder unten drunter, und das Tagestief von gestern haben wir hier definitiv die Bestätigung, dass der Markt nicht wirklich hoch will. Das heißt, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder unten den Support antesten. Bricht das Ganze dann weg, liegt der nächste Anlaufpunkt hier an diesem
Bereich, diese Unterstützung hier bei 123,392, das war ja eines der Korrekturtiefs von dem vorherigen Aufwärtsschwung. Und darunter ist dann die weite Flur. Also es wird hier sehr, sehr, sehr spannend. Und wenn es tatsächlich unten runter geht, dann hat die Geschichte halt viel, viel Potenzial bis zum nächsten Support. Das, ja, ob es kommt und wie es kommt, werden wir sehen. Aber das Potenzial ist natürlich sehr, sehr groß an dieser Stelle. Und damit schauen wir einfach mal rein, nochmal in den Stundenchart. Das hatte ich ja versprochen. Hier sehen wir den Markt nach oben laufen. Und hier muss man jetzt wirklich sehen, was wird denn raus? Weil wenn man mal diesen Trend sich an dieser Stelle anschaut, man hat hier schon die Aufwärtsdynamik noch da. Und der Trend an sich hat halt sein Tief hier unten. Das heißt, alles, was wir hier sehen, dieses mehr oder weniger hin und her bewege, ist aktuell korrektive Phase. Und wenn wir hier nicht tiefer runterlaufen unter diesem Punkt, dann ist das Korrektur und dann bleibt die Chance weiter offen, dass wir hier über die 125 drüber gehen und wir möglicherweise vor einer Korrekturausweitung stehen. Läuft der Markt allerdings runter, haben wir hier einen Doppeltop gesehen und dann haben wir die Chance nach unten zu gehen. Hier entsprechend die Anlaufpunkte, man sieht es im Stundenchart auch. Hier haben wir das Tagestief, hier haben wir einen Swingbereich, wo man durchaus reinlaufen könnte. Hier unten ist der nächste. Das kann man sich schön im Chart auch raussuchen. Machen wir das Ganze mal noch etwas kleiner, damit wir mal sehen, was nach oben gehen kann. Und hier sehen wir halt, laufen wir hier über dieses Top oben drüber, das liegt bei 125,009, dann ist bis oben hin erst einmal nichts da, was aufhalten könnte. Also es könnte dann durchaus doch relativ fix nach oben gehen hier in diesem Bereich dieses Hochs hier bei knapp 126,179. Da haben wir es liegen, das ist der Weg nach oben und wie schon gesagt, hier unten haben wir, wie schon gesagt, die Anlaufpunkte. Hier, das kann sich jeder selbst visuell bestätigen und da können wir auch wissen, wer nach uns auf der Unterseite kommt und wenn das Ganze bricht, dann selbstverständlich Potenzial nach unten. Ludger Lutz von meiner Seite her auch einen schönen guten Morgen. Danke für die Grüße. So, schauen wir mal in den nächsten Markt hier. US-Dollar, Kan-Dollar haben wir heute auch mit auf der Uhr hier. Das zoome ich auch mal kurz etwas größer rein. Viele Sachen brauchen wir jetzt hier nicht zu sehen, die mit drauf sind. Für uns ist eines relativ wichtig. Wir hatten hier einen Abwärtstrend, der ist jetzt rausgenommen worden. Schon vor geraumer Zeit hier Aufwärtstrend bestätigt. Aber so richtig, wie soll ich sagen, er kommt nicht so richtig aus dem Knick. Das bedeutet hier an dieser Stelle, wir kommen nicht so richtig hoch, aber der Markt will auch noch nicht so richtig runter. Wir sehen jetzt hier, der ist eingeklemmt zwischen hier unten dem Support 132,840 über dem Daumen in diesem Bereich. Da ist immer wieder Kaufstärke reingekommen. Und hier oben um die 134,5 ist aktuell irgendwo so ein bisschen wie der Deckel drauf. Na, hier kam es in dieser Nähe gleich zum Abverkauf. Auf zweiter Versuch oben drüber, leicht drüber gelupft, auch wieder direkt runter. Es kommt jetzt hier drauf an, was passiert. Was hat der Markt an Chancen? Der Markt hat an dieser Stelle im Sinne dieses Aufwärtstrend, hat er jetzt hier selbstredend die Chance, aus diesem zweiten Rutsch nach unten wieder nach oben zu drehen. Das heißt, kommt hier Stärke rein, bildet sich beispielsweise, wer sich das visualisieren möchte, in der Stunde einen Aufwärtstrend, dann haben wir das nach oben laufen und ganz gut ersichtlich, dass der Markt hoch will. Dreht er runter, bricht das weg, dann haben wir hier einen neuen Abwärtstrend. Der hat zwar diesen Aufwärtstrend dann noch nicht rausgenommen, aber es ist erstmal ein deutliches Zeichen und das heißt dann hier, Abwärtstrend ist korrektive Phase dieser starken Bewegung, aber dann gibt es deutlich mehr Potenzial. Potenzial heißt dann halt, wir müssen schauen, was passiert. Hier unten ist dann der nächste Anlaufpunkt in diesem Bereich und der ist dann schon ein ganzes Stück weit weg. Das heißt, das gibt uns dann wieder deutliches Potenzial, gerade auch im kurzfristigen Trading für die Seite auch nach unten. Muss man sehen, was kommt. Aber die Umkehrsituation, die jetzt hier möglicherweise entstehen kann, die sehen wir sehr, sehr schön im Verlauf der untergeordneten Zeiteinheit, weil aktuell sehen wir da laufend diesen Abwärtstrend hier. Wir zoomen das mal kurz etwas kleiner zusammen. Hier, da haben wir den Trend nach unten laufen und der ist halt noch nicht gebrochen. Aber wenn sich jetzt hier ein deutlicher Aufwärtstrend ergibt, ist das schon mal ein erstes Anzeichen dafür, dass wir von unten weg einen Rebound bekommen und den Markt nach oben laufen können. Das wäre dann das Zeichen, das Ganze hier zu sehen. Wie schon gesagt, es sind teilweise ausladende Schübe hier, die wir auch in der Stunde sehen, wo es das Ganze gar nicht so einfach macht, nach oben zu traden. Wir sehen, die 5 Minuten sind hier aufwärts gerichtet, die laufen schon wieder nach oben. Hier, wer sich das Ganze im Kleinen mal anschauen will, das machen wir mal hier.
Da sehen wir es halt. Hier war mal der letzte Schwung sozusagen, den wir in der Stunde so gar nicht gesehen haben. Und da haben wir jetzt halt hier, wenn das Ganze nach oben läuft, ich zeichne es mal kurz ein, das wäre hier die erste Bewegung gewesen. Das, was wir jetzt hier sehen, ist die korrektive Phase. Die hat irgendwo hier unten in diesem Bereich ihren Boden gefunden. Und wenn hier der Schwung jetzt weiter nach oben geht und hier oben drüber läuft, dann haben wir halt die Umkehr da. Und das wäre dann das Zeichen, dass wir erstmal zumindest kurzfristig nach oben laufen. Und wenn sich das dann durchsetzt, dann bekommen wir auch auf Tagesbasis das Zeichen, hier gibt es eine Umkehr, es ist dann ein Umkehrmuster da. Und dann haben wir den Untertrend wieder nach oben laufen. Da haben wir erstmal eine Wahrscheinlichkeit der Gegenbewegung zu diesem Rutsch. Und das nimmt dann natürlich wieder so ein bisschen die Richtung von diesem großen Bild auf, wo wir dann die Chance haben, erst einmal hochzulaufen hier in Richtung 1,34,5. Und wenn das geknackt wird, dann kann man schauen, läuft der Markt hier oben drüber über die 134,671, was das Hoch dieser Bewegung war. Das hätten wir dann Trendfortsetzung. Also nach oben hin ist genug da, wenn die Umkehr kommt. Wie schon gesagt, schafft es der Markt nicht, dann bricht das Ganze weg. Dann setzt sich der aktuell noch laufende Stundentrend nach unten hin fort und dann haben wir die Chance nach unten und das läuft dann, wie schon gesagt, hier tief hinein. Als Wahrscheinlichkeit. Das also zum US-Dollar, Kan-Dollar und dann blicken wir noch einmal in unsere ja wichtige Währung hier in Europa im Vergleich zum US-Dollar. Das heißt, wir schauen jetzt noch mal auf den Euro-US-Dollar und damit in einen sehr, sehr wichtigen Markt rein. Den haben wir sehr, sehr oft schon beleuchtet und wir sehen hier momentan das Ganze wieder in Richtung des aktuellen Jahrestiefs. Heißt also hier, Oberkante zeigt Abwärtsdynamik, klein zeigt Abwärtsdynamik, alles schick. Ich kann das jetzt sogar mittlerweile nochmal etwas erweitern hier in diesem Bereich. Das heißt, wir haben jetzt hier gesehen, den Markt nach oben laufen hier. Und das ist etwas Typisches für den Euro-US-Dollar. Deswegen spielen hier auch Widerstände so eine große Rolle, dass man sich da nicht so schnell ins Boxhorn jagen lässt. Wenn so ein Spike hier nach oben kommt, dann muss man einfach sehen, das war halt ein starker Widerstandsbereich. Und das sind häufig starke Widerstandsbereiche. Das passiert bei der Währung sehr, sehr oft. Wir sind jetzt wieder unten drunter gelaufen. Wir sind jetzt hier wieder in Richtung Trendtief unterwegs. Das heißt, wir haben gestern und vorgestern hier unten, ich mache das mal noch etwas größer, ich hoffe, man kann das gut erkennen. Wir haben hier diese starke Abwärtsdynamik gehabt und wir haben hier immer wieder Schwäche reinbekommen. Das heißt, wir haben hier kurz innegehalten bei dieser grauen Linie hier bei der 112.145. Das war ein Supportbereich, der kam hier aus diesem großen Trend von der Woche. Hier, das ist ja das, was ich eingezeichnet habe in Blau. Das heißt, da war ein Bereich, wo der Markt hier drunter wieder drüber ist. Jetzt hat er ein bisschen drinne innegehalten. Das sind so, ja, ich sag mal, Staubereiche, wo es häufig ein bisschen zäh wird in diesem Bereich. Deswegen ist es immer schön, wenn man aus tiefen Korrekturen heraustreten kann, wenn der Markt uns diese Chance hier gibt. Aber nichtsdestotrotz, wir stehen jetzt, wo wir stehen und wir haben das gesehen, die letzten beiden Tage, das war so ein bisschen innehalten in diesem Bereich drinnen, aber wir haben das gesehen, die Kurse, alles was höher gewesen ist, wurde sofort wieder zum Abkauf gebracht. Das heißt, oder ab Verkauf. Das heißt an dieser Stelle, das war Druck von oben. Das haben wir gesehen. Das ist ein typisch bärisches Verhalten, wenn Stärke verkauft wird. Umgekehrt, wenn wir ein bullisches Verhalten haben, da wird ja Schwäche gekauft. Hier, also das bärische Zeichen. Und wir sehen, was jetzt hier passiert. Die Märkte laufen mittlerweile weiter nach unten. Das heißt, wir nähern uns weiterhin mit, ich will jetzt nicht sagen großen Schritten, aber mit sichtbaren Schritten hier der Marke von 1,11763. Das heißt, diese Bewegung ist noch nicht zu Ende, die läuft hier weiter. Heißt also, wir laufen hier rein. Das wiederum ist ein Support und da kommt es dann drauf an, was am Support passiert. Kommt hier wieder Dynamik rein nach oben, das heißt, schnäpsen wir hier wieder hoch oder schiebt es den Markt wieder ein Stückchen weiter nach unten. Das werden wir sehen. Und das ist das Interessante an dieser Stelle. Hier haben wir wirklich einen Bereich, der wird mit guter Wahrscheinlichkeit viel an Marktbeachtung finden. Und aus diesem Grund kann man das auf der Uhr haben, weil man hat, wie schon gesagt, hier unten den Support. Der könnte dafür sorgen, dass erstmal wieder Käufer reinkommen, weil diese lange, lange Überdehnung ist halt nicht wirklich korrigiert worden. Gut, hier gab es mal einen Tag zwischendrin, wo, sag ich mal, ein Aufwärtstag dabei war. Danach wurde direkt wieder abgekauft. Das heißt, wir haben ja aber auch die Wahrscheinlichkeit, neben dem Schub hier unten drunter unter dieser Marke eines Rebounds. Und wenn wir das uns mal anschauen, je nachdem, von wo der startet, ja, müsste man einfach mal schauen, wie weit läuft der Markt denn nach oben. Nächste Tageshoch neben dem Tageshoch von heute, das haben wir hier von heute, ist bei 100, nee, bei 1,12,120, das ist das Hoch von heute. Da haben wir hier oben drüber die nächsten Tageshochs liegen hier, das hier bei 1,12,499 bzw. 1,12,611. Das sieht man sehr, sehr schön.
auch in der Stunde. Das waren halt Haltepunkte. Und diese Haltepunkte werden da gerne mal auch genutzt. Hier, man sieht es, hier ist ein Hoch, dort ist ein Hoch, hier ist ein Hoch. Also das sind Marken, das sind Staubereiche und das ist interessant. Interessant übrigens auch, wo ich das jetzt gerade sehe, kann ich auch darauf hinweisen, schaut mal, wo genau der Markt hier im Hoch angehalten hat. Genau hier an so einem Staulevel, wo der Markt erst eine Weile von oben gebraucht hat, bis er wirklich drunter ist. Und jetzt war es halt hier, 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 hier. Ein Bereich, wo der Markt definitiv den Widerstand gefunden hat, der dann nach unten gedrückt hat. Also es ist immer, immer wieder interessant hier zu sehen, wie schön der Markt sich an trendtechnische Marker hält, an trendtechnische Linien hält und der Euro ist da definitiv wieder einen Blick wert, weil er steht in einem Bereich, der ist in der Vergangenheit nicht leicht zu überwinden gewesen und wenn alles so bleibt wie auch in der Vergangenheit, wird es auch jetzt möglicherweise hier wieder zu einem Punkt kommen, wo gut Bewegung reinkommt. Also das zu den heutigen Handelssignalen. Jetzt schaue ich nochmal in die Chats hinein. Fragen sehe ich an dieser Stelle keine. An dieser Stelle noch der kurze Hinweis. Wir sind auf der Invest diese Woche Samstag. Wer Lust hat, einfach vorbeikommen. Ich halte hier zwei Vorträge, einen um 10.30 Uhr und einen um 15 Uhr. Dazwischen ist Zeit, kann man mal ein bisschen plaudern. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden hier, der live dabei ist in der Messe oder auf der Messe. Da kann man auch mal ein paar persönliche Worte wechseln. Also bis dahin. Für heute allen eine gute Handelssession, gute Trades und wir hören und lesen morgen wieder voneinander. Allerspätestens um 8 Uhr gibt es den Blog-Eintrag und danach um 8.30 Uhr selbstredend die Live-Besprechung unserer Handelsideen. Ich freue mich drauf. Bis dahin allen eine gute Zeit. Tschüss.